Ja, Momo Leute, euer Krüppel hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Und heute haben wir hier anscheinend einen Protektron, der ziemlich viel einstecken kann. Ja, ich wollte mal kein System reinziehen. Oh. Hä, was? Ach. Ob du mir schon mein Level abgibst? So. Zerstöre einen Protektron. Das war eine Challenge. Okay. Ich will nicht behaupten, dass diese Challenge ziemlich billig war. Und ich will auch nicht behaupten, dass ich gleichzeitig nachladen kann und ein Schloss knacken kann. Aber ich kann's. Oder auch nicht. Ah, ich hab's. Toll. Normalerweise hat man doch in Fallout immer die Hände quasi so genommen und dann so getan, als würde man was knacken, oder? Momentan sieht man einfach seine Hand. Öffne den Spind des Bergarbeiters. Luftreinigung, Standort 4. Hatten wir gestern nicht zwei, oh Gott, was ist denn hier los? Zwei Quests? Oder vorgestern besser gesagt. Aha, ich Krüppel konnte ja gestern natürlich nicht aufnehmen. Weil es mir nicht so gut ging. Oh, erreiche Stufe 15. Nice. Gut oder böse? Oh, böse. 50! Was ist denn das für ein Gebiet? Und wieso sind alle so. Wieso bin ich tot? Wieso kann ich nicht zielen? Fragen über Fragen. Na, ich sehe schon. Die Roboter haben jetzt die Gegend hier eingenommen. Vorher waren das ja Supermutanten. Du verziehst dich mal da hinten. Mit dir will ich nichts zu tun haben. So, wir sind Stufe 15. Wenn ich mich kurz verstecke, könnte ich doch eine. Oh, nein, ich habe die Waffen. Geil. Zum Glück bin ich nicht so weit weg. Was für ein Scheiß. Dieser kleine, miese Pisser. Stufe 50. Kann ich alles nehmen? Ja. Okay, Moment. Was haben wir denn hierzu zur Verfügung? Nicht allzu viel. 55 Schaden. Ich meine, ich bräuchte einen Laserwaffe gegen ihn, ne? Weißt du was, wir gehen einfach weiter. Wir haben in der letzten Folge schon so viel Zeit hier verbracht. Und der ist ja jetzt nicht legendär, der ist Stufe 50. Das ist eine Munitionsverschwendung. Auch wenn ich, ehrlich gesagt, gerne die Erfahrung hätte. Aber wir haben jetzt erstmal ein Level up, ne? So, ein Skillpaket. Öffnen wir das mal. Okay. Alle Tiere außer einem brachen aus dem Zoo aus. Nur eins traute sich nicht. Es war ein Angsthase. Bitte büsch. Ach komm. Ach, das ist ja ekelhaft. Kann man sich doch nicht antun. Ja, jeder Stärkepunkt fügt 2 Schadensresistenz maximal 40 hinzu. Ja. Deine Waffen. Alles schön und gut, ne? Aber. Ich glaube, wir haben jetzt genug Reduktion gemacht. Durch grundlegendes Kampftraining verursachen deine automatischen Gewehre 10% Schaden. Und wieso ist dann da eine Sniper abgebildet? Eine Sniper ist nicht automatisch. Deine Pistolen haben Verwendung des Visiers. Okay, deine Angriffe ignorieren 25% der Rüstung von Insekten. Beim Sammeln von Pflanzen erhältst du doppelte Menge. 40% Chance zusätzliches Fleisch beim Durchsuchen. Ja, hier haben wir schon die Max-Rang, ne? Naja, gut.
Ach, Nuka-Cola haben jetzt eine doppelte Wirkung. Alle Getränke löschen zusätzlich mehr Durst. Das Verspeisen von menschlichen Ghoul-Supermutanten, Verbrannten oder Grubenhauerleichen stellt Gesundheit wieder her und senkt den Hunger. Ah, nee, also, das ist schon ein verschwendeter Punkt, wie ich finde, weil Essen kriegt man hier echt genug. Charisma brauchen wir, glaube ich, überhaupt gar nicht. Stimpaks und Redway wirken sehr viel schneller. Ja, gut. Könnte wie Schloss knacken oder so gebrauchen, oder vielleicht hacken. Wäre auch eine Möglichkeit. Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir müssen mal den Hacking-Skill ausbauen. Der könnte auch noch wichtig werden im Laufe des Spiels. So. Wo ist mein Hacking-Skill da? Hacker. Okay, du erhältst 6 Schadens- und Energieresistenz Maximum 18 für jedes Teammitglied außer dir. Ja. Ja. Okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Okay. Wir müssen also noch ein bisschen auf Hacking gehen. Ich weiß nicht, was mit dem Schlossknacken los ist. Eigentlich brauche ich noch ein Schlossknacken, aber ich kriege den nicht hin. Steht da ein Bot und gleichzeitig ein Ghoul? Habe ich noch meine Präzisionswaffe drin? Nein. Mal da, die besten Freunde. Weil der Protektor ist nett. Auch wenn ich ihn jetzt aus Versehen getroffen habe. Durch den Ghoul hindurch. So gut bin ich. Habt ihr gesehen, was für ein guter Sniper ich bin? Ich schieße durch meine, durch die Ziele hindurch, um ein anderes Ziel zu treffen. Recht und Ordnung sind wiederhergestellt. Ach, du bist tatsächlich nett. Oh, finde ich gut. So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ich glaube, hier wird nichts Großartiges sein. Tegul ist mittlerweile tot. Oder haben sie gekämpft? Ich glaube, die haben gekämpft. Feuer, Teufel, Bewerber, bitte im Prüfungsraum melden. Ach, hier melden sich die Feuerteufel. Zu spät. Ja gut, dann machen wir es. Dann machen wir es. Geben wir das Fernglas hier, geben wir Stealth Boy hier und dann gehen wir da jetzt mal runter und dann machen wir das fix. So, ich habe gehört, hier schießt irgendjemand. Ah, wir sind in der nächsten Stadt angekommen. Nice. Mögen Sie es gerne. Ich hasse euch. Nein, ihr seid einfach so scheiße langsam im Reden. Das regt mich tatsächlich auf. Treibt die Verbrannten zurück. Legt die Prüfung der Feuerteufel ab. Meldet euch heute an. Gut, dass ich gerade Hacking geskillt habe. Ach Gott, nein. Wieso habe ich Hacking geskillt? Oh. Ich hätte ein so schönes, einfaches Leben haben können. Ohne diesen ganzen Scheiß. Bitte, Bethesda, macht irgendein anderes Minispiel fürs Hacking. Ich meine, gut, da werden sich vielleicht einige Leute beschweren, aber ich würde mich freuen, mal irgendwie was anderes zu machen. Wie Fehler? Wieso ist da... Okay. Ich glaube, jetzt haben wir den Großteil gefunden, ne? Ja, gut, dann möge das Glücksspiel beginnen. Arrive. Spaced. Ich mag nicht mehr. Wastes, ja.
Was hört sich so an wie Wastes? Crimes. Ui. Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie von diesem Hacking gesättigt. Keine Ahnung, ich kann's nicht mehr sehen. Ich kann's einfach nicht mehr sehen. Mir fehlt mittlerweile die Geduld, um Terminals zu hacken. Weil ich das schon so oft gemacht habe. Obwohl es ja logisch ist, dass es immer dasselbe sein sollte. Oder man könnte vielleicht mal, keine Ahnung, ein zweites Minispiel da hinzufügen, dass einige Computer lassen sich so hacken und andere so. Ja gut, es ist jetzt nur ein einziger Spieler, dem es persönlich langsam zu viel wird, so zu hacken. Ist klar, dass sie das da nichts ändern, also vor allem, weil ich auch nichts sage. Und wo ist jetzt das Terminal hin? Oh, was haben wir denn da noch? Ist das ein Stealth Boy? Nein. War hier das Terminal? Ach verdammt, jetzt habe ich das Terminal verpennt. Kommen Sie zur Elite der Responder. Kommen Sie zu. Aber die Tür ist doch offen. Greifen Sie auf ein beliebiges Terminal zu, um zu beginnen. Okay, ein beliebiges Terminal. Wir haben hier ein beliebiges Terminal. Wenn wir hier schon mal welche haben, jetzt sag. Was war das denn? Was war das denn jetzt? Oh, Versuche zurückgesetzt. Wow, hier. 1, 2, 3. Ich werde jetzt einfach so knacken. Na komm, weißt du was? Komm, Target. Was hört sich so an wie Target? Travel. Das T könnte schon mal hier richtig sein. Okay, dann fangen wir an mit einem T. Wer hat ein T? Wer hat noch nicht? Hier, Toilette. Da haben wir schon zwei Buchstaben. Ich weiß zwar nicht, was der zweite Buchstabe ist, aber wir beginnen hier tatsächlich mit einem T. Und vielleicht finden wir irgendwas, wo wir unsere Versuche zurücksetzen können. Das wäre natürlich echt pornös. Was ist denn das? Wurde jetzt alles resettet? Ich weiß es nicht. Ich finde das verwirrend, wenn das passiert. So. Es kann eigentlich nur das T sein, oder? Bei beiden ist es ein anderer Buchstabe. Und das T hat nichts damit zu tun. Was war der andere? Ach. Ja, cool. Jetzt kann ich das nicht mehr kontrollieren, weil der weg ist. Ah, Travel. Aber hier waren ja zwei Buchstaben richtig. Das heißt, du bist wahrscheinlich das E. Ja, das muss das T sein, aber ich sehe hier nichts anderes mit T. Bigger, Sprit, oder Spirit, oder so sehe ich. Hier ist nichts mit T. Keine Ahnung. Toilet. Leck mich. Ein Treffer. Null Treffer. Okay, gut. Null Treffer brauchen wir gar nicht erst weiter gucken. Nee, sehe ich gar nicht ein. Ein Treffer. Okay, wir haben jetzt schon mal Spiral und Spence. Okay, ja gut, dann nicht. Ach Gott, Leute. Ey. Null Treffer. Oh, drei Treffer. Serious. Oh Gott, wir kommen der ganzen Sache näher. Okay. Seemed. Tja, super. Ein beliebiges Terminal. Am Arsch. Weißt du, für eine Tür, die offen war. Ach Gott. Dafür hab ich mich jetzt angestrengt. Ich habe meine Gehirnzellen angestrengt, um diese Tür zu knacken. Und das hat einfach nichts gebracht. Sie brauchen Vorräte. Ich bin aufs Handeln programmiert. So. Wir sind wie füreinander geschaffen. Ja. Hier haben wir eine Angel, der hat ein Zahnrad. Ja gut, dann gib mal die Angel. Oh, was ist denn noch so Schönes? Irgendwelche Baupläne oder so? Kamera. Es ist schön, dass 10 Zahnräder. Ich habe gerade mal 308 Kronkorken. Ich weiß nicht, was ich mit meinen ganzen Kronkorken gemacht habe. Einiges durchgemacht.
Ach ja. Hast du hier echt keine Baupläne? Was bist du denn für ein Bot? Da hier Bauplan, US-Flagge. Wow. Sie wissen, wie es geht. Single Action Revolver. Ich könnte auch ein Zelt gebrauchen. Ja, nee, also. Ist jetzt nicht der geile Scheiß. Kann ich denn was an dich verkaufen? 17 Kronkorken, ja klar, ich töte den legendären, der 50 Level über mir ist. Und was kriege ich dafür? 17 Kronkorken. Ist klar, Dude, ist klar. Ich fühl mich ehrlich gesagt über den Tisch gezogen, wenn ich meine Sachen hier so verkaufe. Die Feuerteufel bilden die Elite der Responder. Sie erledigen die Verbrannten einen nach dem anderen. Wieso wiege ich jetzt noch so viel? Was habe ich hier, was mich so viel wiegen lässt? Ja, nimm Kuchen. Kuchen. Ich kaufe jetzt einfach alles, was ich nicht brauche. Hier Berghonig. Viel Erfolg bei der Ausbildung, Bewerber. Aus ihnen machen wir. Ja, komm, scheiß drauf, nimm den Scheiß. Werde ich sowieso nie verwenden. So, was haben wir hier noch? Ah, hier haben wir Stealth Boys, die wiegen natürlich viel. Unsichtbarkeit für 30 Sekunden? Nö, da verkaufe ich die. Hier. 30 Sekunden ist ja nix. Die Feuerteufel bilden die Skill-Kaugummi. Der Responder. Sie erledigen die Verbrannten einen nach dem anderen. Technische Daten. Verbranntes Buch. Ach, die haben sogar Gewicht. Cool. Ja, hier nur noch die technischen Daten mit hier. Bitteschön. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo mein Gewicht gerade herkommt. Ah, ich weiß woher. Hier. 18 Gewicht, okay. Ah, jetzt habe ich Durst. Wirklich? Du nimmst das auf? Da hast du verdammt nochmal recht. Madigan soll davon erfahren, wenn er zurückkommt. Er soll wissen, was du versuchst, hier abzuziehen. Was zum Teufel denkst du dir dabei, Chase? Wie bitte? Ich bin nicht derjenige, der die Feuerteufel ohne unseren besten Mann auf eine Selbstmordmission schicken will. Das reicht. Hört sofort auf. Hör zu, Leo. In den Berichten ist von einer Horde Verbrannter auf der anderen Seite des Berges die Rede. Du weißt genauso gut wie ich, dass unsere beste Chance gegen sie darin liegt, den Tunnel zu versiegeln. Vielleicht unsere einzige Chance. Wenn die Feuerteufel jetzt nicht handeln, sterben wir alle. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wir brauchen mehr Zeit. Er kommt zurück, ich sag's dir. Er wird hier sein. Wir brauchen nur Zeit. Uns geht die Zeit aus, Leo. Melody führt die Mission an. Sie hat Erfahrung mit so etwas und ich würde ihr mein Leben anvertrauen. Alle unsere Leben. Jetzt schalte den verdammten Rekorder aus und tu deine Pflicht, Feuerteufel. Ja, Ma'am. Oh, da hat sie die Peitsche ausgepackt. So, was haben wir denn hier? Benutzerzugang verweigert. Bitte bitten Sie Melody, Larkin oder Mank Madigan. Hank Madigan. Mank Madigan. Um Freigabe. So, was haben wir denn hier? Greg, dies sind die Antworten zur theoretischen Prüfung zum Thema Feuerteufel. F13. So schnell wie möglich evakuieren. F22. Ein wassergetränkter Lumpen. F31. Die Verbrennung mit sauberen Bandagen verbinden. F42. Sofort umkehren. F53. 500 ml aufbereitetes Wasser. 2 Ascherosen. 2 Fäulen. 2 Rußblumen. So sehr ich auch wünschte, es wäre Antwort 2. Was zum Teufel? F62 zurückziehen und aus der Distanz mit Schusswaffen angreifen. F7, die Antwort auf diese Frage kennen wir beide verdammt gut. Darum sind wir hier. Okay. Macht es dir was aus, wenn ich das aufnehme? Du bist der Captain, Melody. Du brauchst meine Zustimmung nicht.
Und wie sah es da draußen aus, Hank? Ich habe ein paar Überlebende gefunden. Haben wir alle anderen ohne zu zögern gleich das Feuer eröffnet. Also so ziemlich wie immer. Es gibt wohl südlich von Mount Blair niemanden mehr, der noch von Verstand ist. Sonst noch was? Die Asche häuft sich schneller an, als wir erwartet hatten. Aber verglichen mit den Karten von den ersten Teams scheint sie sich zumindest nicht weiter auszubreiten. Wir haben also nur Welch, Beckley, Louisburg und deren Umgebung verloren. Das ist immerhin etwas. Oh, und es gibt tatsächlich gute Neuigkeiten. Garahan Mining. Ist lange her, dass ich gute Neuigkeiten und Garahan Mining im gleichen Atemzug gehört habe. Das kannst du laut sagen. Aber diese Baggerrüstung, die sie hergestellt haben, die, in der die Firma gescheitert ist, es heißt, die ist stahlhart und die Baupläne liegen immer noch da irgendwo rum. Kannst du dir vorstellen, wie Patrouillen wären, wenn wir solche Dinger herstellen könnten? Die Bewohner vor Ort wären hoffentlich weniger scharf drauf, zuerst zu schießen. Bingo. Gib mir ein, zwei Tage, dann kann ich wieder dort runter und sehen, was... Nein. Garahan kann warten. Du musst dich ausruhen. Geh nach Morgantown. Diese Baggerrüstung wird später immer noch da sein. Jetzt geh. Ja, cool, das ist die Quest, die wir schon angefangen haben, ne? Aber ich habe hier überhaupt keinen Zugriff drauf. Wie soll ich denn zum Feuerteufel werden, ja? Kann ich irgendwie... wo haben wir denn die Quest? So. Feuerwache Charleston, okay. Wo ist jetzt diese andere komische Quest? Event. Da steht auch irgendwas von wegen Spind oder so. Naja, egal. Ah, wir müssen da runtergehen. Hä? Okay. Wir müssen in den Keller, wenn es hier denn einen Keller gibt. Nee, wir müssen kein Keller. Ach, diese Terminals sind besser als meine oder meiner da oben, oder was? Theoretische Prüfung. Willkommen bei dem Feuerteufel Trainingsprogramm. Du bist hier, weil wir glauben, dass du das Zeug dazu hast, im Ash Heap zu überleben. Noch viel wichtiger, du kannst uns helfen, diese verbrannten Dinger davon abzuhalten, ihn zu übernehmen. Dieses System führt durch drei Prüfungen, die dich auf das vorbereiten sollen, was dich erwartet. Los geht es mit der theoretischen Prüfung. Wirf am besten einen Blick in die von der Einheit ausgegebene Lernmaterialien, bevor du beginnst. Viel Glück, Melody Larkin. Ja, cool. Fangen wir an. Okay. Der Tunnel, den Sie durchqueren, füllt sich mit einem eigenartigen Gas und Sie haben Ihr Atemschutzgerät nicht dabei. Was tun Sie? Ich zünde ein Streichholz an, um die Quelle des Lecks zu finden. Logisch, dann explodiert alles. Ich begebe mich in eine höhere Position und warte, bis sich das Gas verflüchtigt hat. Ich verlasse den Tunnel so schnell wie es möglich. Während Sie ein verrauchtes Gebäude durchqueren, fällt Ihr Atemschutzgerät aus. Welcher der folgenden Gegenstände ist der beste Ersatz? Eine Zeitschrift oder eine Zeitung? Ein in Wasser getränkter Lappen? Plastikfolie im Gesicht, ja. Nein, natürlich ein Lappen, Leute. Das muss mal ja jeder wissen. Einer der anderen Feuerteufel hat sich verbrannt. Der entsprechende Bericht ist schmerzempfindlich. Es haben sich aber keine Blasen gebildet, habe ich Bericht gesagt, Bereich. Sie haben eine kühlende Kompresse angelegt. Was sollten Sie als nächstes tun? Die Verbrennung mit sauberen Bandagen verbinden, die Verbrennung mit Erde bedecken, einen Druckverband über die Wunde anlegen. Also, einen Druckverband brauchst du nur, wenn es blutet. Nicht, wenn es heiß ist, weil das wäre dann ein bisschen scheiße, wenn da, ja, kein Blut mehr hinkommt. Die Verbrennung mit Erde bedecken. Stell ich mir schmerzhaft vor. Weißt du, richtig schön noch so einreiben. Oh, ihr kennt ihr das, wenn ihr einen Sonnenbrand habt, ne?
Ist ja fast dasselbe, Sonnenbrand, Verbrennung. Und dann müsst ihr mal, wenn ihr gerade am Strand seid, ne, und ihr merkt, oh, ich habe jetzt hier einen Sonnenbrand, nehmt mal ein bisschen Sand, macht den nass und reibt den ein. Es tut zwar gut, ne, am Anfang, aber später wird das ein bisschen brennen. Ein bisschen mehr brennen. Vor allem trockene Erde sollte man nicht nehmen. Aber so Matsch ist in Ordnung, weil das gibt halt der Haut Flüssigkeit. Man darf nur nicht reiben. Man muss einfach den Matsch nehmen und rauflegen. Ne? Das gibt ein bisschen Kühle, das gibt ein bisschen Feuchtigkeit. Nicht reiben. Nicht reiben. Reiben nichts gut. Die Verbrennung mit sauberen Bandagen verbinden. So, während der Erkundung eines eingestürzten Bergwerks blinkt ihr Teamleiter dreimal schnell mit dem Sicherheitslicht. Was bedeutet das? An Ort und Stelle bleiben, sofort umkehren, weiter in das Bergwerk vordringen. Was weiß ich denn? Sofort umkehren, würde ich sagen. Eines der Mitglieder ihres Trupps ist an einer Schlacklunge erkrankt. Welcher der folgenden Zutaten können zusammengekocht als Heilmittel verwendet werden? Ein Scotch, eine Zigarette, zwei Steaks. Ein Teil aufbereitetes Wasser, zwei Ascherosen, zwei Fäule. Ah, stimmt, das haben wir ja gelesen, ne? Vielleicht hätte ich mir merken sollen, was da drin stand. Sie treffen auf eine mit Knüppel bewaffnete Gruppe, deren Mitglieder am Brandvirus erkrankt sind. Wie lautet die einzige akzeptable Methode, ihnen zu begegnen? Angreifen und mit Schlagstöcken außer Gefecht setzen, zurückziehen und aus der Distanz mit Schusswaffen angreifen, anschleichen und ihnen lautlos die Kehlen durchschneiden. Das würde ich vielleicht machen, aber ich glaube, das ist die richtige Antwort. Sie haben einen Brandvirus erkrankten Mann gefangen genommen, den Sie als einen alten Jugendfreund wiedererkennen. Was tun Sie? Ihren Freund überzeugen, sich den Respondern anzuschließen, ihn zwecks Befragung zur Station zurückbringen, ihm einen möglichst gnädigen Tod bescheren. Das ist ja ganz klar. Möchten Sie Ihre Antwort zur Bearbeitung einreichen? Ja. Prüfung aufgeben. Ja, gut, komm hier. Ergebnis anzeigen. Ah, ich habe bestanden. Cool. Ah, schön. So. Bestanden? Nein? Drecksviecher, ey. Nix könnt ihr. Dafür klaue ich euren Kronkorken und euer Blackwater Brew. Was haben wir denn hier noch? Taktiken gegen Verbrannte. Ach, das wäre die Info gewesen, was man tun muss, okay. Aber ich bin ja nicht dumm, ne? Weiß, was zu tun ist, wenn man jemanden sieht, der verbrannt ist. Auf Distanz gehen und ihn erschießen. Also auch im echten Leben, ne? Also wenn jemand sieht, der da brennend durch die Gegend läuft, kann schon nicht schaden, so einen Gnadenschuss abzugeben. So. Es sei denn, er läuft auf Wasser zu, dann solltet ihr vielleicht nicht schießen. Wäre vielleicht keine so gute Idee. So. So, einen Anzug haben wir schon. Wo müssen wir jetzt hin? Frage, wo ist Ausgang? Ich wäre schon wieder hier. Ich will zum verdammten Ausgang. Nein, ich bin für immer gefangen. Eine kurze Einführung in Minensignale. Ja gut, hier sind die ganzen Nachrichten verstreut, womit man quasi ja, den Test abschließen kann. Wenn man aber irgendwie ein, zwei Gehirnzellen hat, kann man das auch so schaffen. Da, in die Richtung müssen wir. Okay, dann gehen wir zuerst dahin. Obwohl, unsere Zeit ist ziemlich um. Gut, Freunde, ich kann nicht versprechen, ob wir uns morgen sehen, weil morgen ist ja Freitag. Und Freitag bedeutet für mich durchmachen, damit ich abends schlafen kann, weil ich ja momentan in der Nachtschicht bin. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich fit genug bin, etwas aufzunehmen, aber ich sag trotzdem einfach mal bis morgen in der Hoffnung, dass ich dann Schuldgefühle entwickle und dann trotzdem aufnehme. Haut rein, euer Zero. Tschüss.